Unser Sommer 2018 sah so aus. Meine Freundin Anna und ich haben insgesamt 22 Kilo auf zwei Rucksäcke verteilt und uns in den Flieger nach Wien gesetzt. Wir konnten 2 Tage bei Freunden Couchsurfen und uns Wien anschauen. Anschließend haben wir uns per Anhalter auf den Weg gemacht. Es ging durch Österreich, Slowenien und Kroatien bis ans Mittelmeer. Und was wir so erlebt haben, das seht ihr jetzt. Nach 3 langen Stunden haben wir unseren ersten Lift in Wien bekommen, mit dem wir dann Richtung Graz gefahren sind. Anschließend über die slowenische Grenze bis nach Ljubljana, der Hauptstadt Sloweniens. Geschlafen haben wir da auf einem nahegelegenen Zeltplatz, der hieß Camp Smetlik. Den nächsten Tag haben wir uns die Altstadt von Ljubljana angeschaut. Hier reihten sich schöne alte Häuser entlang der Altstadt und viele waren mit Blumen geschmückt oder bunt verziert. Auf ging es zur Burg und von da aus hatte man einen wunderschönen Blick über die Altstadt. Nach dem Abstieg hatten wir Lust auf Pizza. Und die war super lecker. Am nächsten Tag haben wir uns auf zum Triglav Nationalpark gemacht, entlang einer wunderschönen Bergstrecke. Bis hin zum Bohinnensee. Traumhaft klares Wasser und die Umgebung sieht aus wie ein Desktop-Hintergrundbild. Abends gab es dann noch super leckeres Essen. Am nächsten Morgen haben wir unsere Sachen gepackt und sind auf den Mount Vogel gewandert. Das ist ein ca. 2000 Meter hoher Gipfel südlich des Bohinnensees. Oben angekommen, zog es sich mit den Wolken immer mehr zu und so haben wir uns schnell auf den Rückweg gemacht. Bergziegen haben uns ein Stück auf dem schönen Abstieg begleitet. Den nächsten Tag hat es geregnet, sodass wir einfach einen Tag am See entspannt und die nächste Route geplant haben. Also ging es den nächsten Morgen um 8 Uhr raus und ein echt steiles Stück den Triglav Nationalpark hoch. Bis zu einer Hütte in dem sogenannten Siebenseental. Nach einer Nacht in der Hütte haben wir uns mit unseren neu gemachten Freunden auf den Weg durch das Siebenseental gemacht. Die Bergseen lagen ruhig und kristallklar am Fuße der hochalpinen Berge. Das war wirklich ein wirklich schönes Tal. Oben auf 2000 Meter haben wir Rast an einer Hütte gemacht und unser Wasser an einer Quelle aufgefüllt. Anschließend ging es ca. 1500 Höhenmeter nach unten. 15 Kilometer mussten wir noch bis zum Zotscha-Fluss laufen. Ein wirklich schöner Talweg, der durch verschiedene Vegetationsschichten führte. Nachdem wir wieder gezeltet haben, sind wir am nächsten Tag den Zotscha-Fluss entlang gelaufen. Über Wiesen und Wälder immer weiter. Das türkise Wasser neben uns und immer wieder kleine Hängebrücken. Wir haben ein Pärchen kennengelernt, die am Zotscha-Fluss unter freiem Himmel schlafen wollten. Den beiden haben wir uns natürlich angeschlossen. Eine Nacht im Flussbett mit schönem kleinem Feuer. Genauso wie wir uns das vorgestellt haben. Weiter ging es an die Küste.
Wir haben einfach verdammt Glück gehabt mit den ganzen Mitfahrgelegenheiten. Angekommen in Piran, einer kleinen Küstenstadt Sloweniens, haben wir die Abendsonne genossen und uns die Altstadt angeschaut. Und am nächsten Tag ging es weiter über die Grenze nach Kroatien. Da haben wir dann unsere letzte Nacht verbracht, da Anna nach Hause fliegen musste und ich noch für weitere 2 Wochen in Kroatien geblieben bin. Total erledigt.